Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ihr seht es, ich habe alle Charakter gelöscht. Nein. Ich habe den Server Valhalla aufgemacht. Ich werde natürlich das andere auf dem RAR nicht beenden. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen auf Valhalla anfangen und vielleicht später dann immer wieder wechseln ein bisschen. Und ich möchte jetzt einfach mal auf Valhalla wieder starten, vor allem weil jemand mir geschrieben hat, dass er ja mir auch vielleicht ein bisschen helfen könnte oder ich ihm. Ich werde auf jeden Fall ihm helfen und ich werde in diesem Server Ignis nehmen, weil er in Ignis war. Also Dankeschön. Ja, dann nehme ich Ignis wieder. Bleibe ich bei Ignis. Ich habe leider, ja, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich ihn schon noch, aber ich möchte ihn nicht verwenden. Nein, ich verwende ihn nicht mehr. Es ist mir, naja, ich will vergessen machen das. Weil ich bin nicht mehr so begeistert gewesen damals. Und das hat schlechte Erinnerungen. Ja, also, ja, die Attribute. Die Attribute sind eine Skupe denen. 27. Verfassung. Dann müsste ich eigentlich die nehmen. Esquello. Was ist das? Ah, das sind die Molochs, die haben einfach eine andere Textur. Hier. Was sind Molochs? Geschicklichkeit gut. Hä, wieso haben die Geschicklichkeit 30? Und wieso haben die auf bei Isurus nur 27 die höchsten? Also sogar 22? Nein, die haben dort. Die Lammeis haben dort andere Werte, oder? Muss man kurz schauen. Da sind sie erst. Nein, sie haben die gleiche Wertung, aber hier ist 27. Ja, stimmt. Das habe ich nicht mal gesehen. Eieieiei. Also, ich nehme die ab. Die haben 25 Bonus. Habt ihr das gesehen? 25% Bonus. Was ist denn mit den Leuten los? Geht doch nach Isurus, ihr Flaschen. Macht Ignis wieder so beliebt. Also so ein Bonus. Ignis war ganz, ganz lange mit diesem Bonus. Wieso haben die das plötzlich wieder weggemacht? Ach, das ist doch Gamigo. Bei Ra ist das nie so. Gut. Ja, da muss ich die nehmen. Ich muss Verfassung. Ja. Komm, wir nehmen Schwarzköpfe. Sorry für die. Nein, sind nicht schwarz, also sind die hellen. Ja, da muss ich die nehmen. Glatzköpfe. Das sind Glatzköpfe. Sorry für die, das Aussprechen an die Schwarzen, aber es ist so ein bisschen eine Anspielung an Schwarzkopf, die Marke. Ja. Also, wenn ich ein schwarzer Mann wäre, dann würde ich mich wahrscheinlich sogar gut finden. Ich würde selbstbewusster sein. Ich würde stärker sein. Ich würde, ja, cooler sein. Also ich habe seit meinem Kindergarten immer viel zu tun gehabt mit Schwarzen und hatte noch nie irgendwie Probleme. Ich bin wirklich erst seit YouTube eigentlich relativ lustig gegenüber Schwarze. Weil ich einfach, ja, halt auch ein bisschen Entertainment bringen will. Ich will ja nicht schwarz denken gegenüber Schwarze. Also schwarze Witze machen. Aber nun gut. Hey, ich muss immer braune Haare machen. Die sehen einfach mit Abstand am schönsten aus. Ich habe zwar auch braune Augen, aber oh, grüne Augen sehen auch gut aus. Ich nehme, glaube ich, grüne Augen. Ich würde. Was passt zu einem Paladin?
zu einem Rätsel am besten. So. Darf ich lachen? Moment kurz, wenn ich jetzt da unten mache, das hat 27 Verfassung, okay. 27 Verfassung, das ist 30. Aber dann Stärke besser. 27, 27. Aber Konzentration ist das scheiße. Nein, ich will nicht mehr. Keinen bitte, ich will keinen mehr machen. 30 Stärke, Verfassung 25. Dunkelelfe wäre auch nicht schlecht. Weil das hat mehr Konzentration. Stärke. Weil Stärke ist nicht so gut wie Verfassung. Ich bin eigentlich immer der, der Verfassung nimmt. Soll ich Stärke nehmen? Hey, ich nehme Stärke. Ich nehme Stärke, Mann. Ich bin wirklich einer, der kann einfach nicht sich... Also... In jedem Spiel bin ich am längsten im Charakterbildschirm und im Inventarbildschirm und in Fähigkeitenbildschirm. Ich kann so viel Zeit verschwenden, das ist extremst. Mann, ich kann mich nicht entscheiden. Habt ihr den Livestream geschaut? Da habe ich nur ein Part bisher gemacht, da muss ich auch mal machen. Von Teso geschaut. Da habe ich auch extrem lange gebraucht. Aber hier ist ja wenig einzustellen, ich brauche trotzdem lange. Ich glaube, ich mache den Part nur mit dem Charakterbildschirm. Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, ich werde das böse Gesicht nehmen. Rote Augen für den Drago. Wie scheiße die Frisuren sind. Schwarz. Ich will ein winziges nehmen. Ich nehme wirklich klein. Nein, ich nehme groß. Ich will ein Bollwerk. Genau, die Ritter müssen groß sein, dass sie alle kleine Schützen verdecken. Alle Häschen verdecken. So wie ich eben ein ein Lamaischütze bin. Ich bin leider relativ... Naja. Nein, er existiert... Ja, stimmt. Ich will nicht MPLP heißen, ich will der Drago Basler Sir Drago Basler nennen. Kann man das so? Ja. Sir Drago Basler. Ich habe irgendwie jemanden mit Sir auch schon... Ah ja, Sir Ferdinand. Ja. Hieß er doch, oder? Ist ja auch ein Ritter gewesen. Ah, jetzt fliege ich runter. Und alles... Gut. Wir starten... Ja, einfach mal im Untergrund. Gucken wir mal. Tja. Wie geht's jetzt weiter? Was können wir machen? Wir können zum Beispiel hier drüben... Okay, gut. Ich benenne jetzt den Part um in Champions of Bagnum. Ich werde jetzt ein Part einfach mal Champions of Bagnum nehmen. Nennen. Einfach nennen. Hä? Weil das Spiel so nett ist zu mir. Ich nenne es einfach einen Part jetzt um in Champions of Bagnum. Also wirklich. Mir reicht's langsam, wirklich. Was ist denn das? Ein Abflussrohr. Ich kann hier nicht raus. Ich bin gefangen. Auch jetzt.
Nein, jetzt bin ich wieder hin. Hä? Gut, meine Leute, das war's mit dem Champions of Regnum Let's Play auf diesem Server. Ich gehe wieder rüber. Ich habe keine Lust davon. Gleich wieder rüber. Oh, schaut euch dieses coole Sand, dieser coole Sand an. Der kann durch die Texturen hier auch. Durch die Texturen. Wie kann ich jetzt bitte raus? Ei, ei, ei. Wie frech ist denn das? Ich bin einfach eingekerkert, weil dieses verdammte Spiel nicht geladen hat. Ich habe noch negative Beurteilungen bekommen bei beim letzten Part. Ich habe ja die Pause gesagt. Und wieso ich einfach Champions of Regnum aufhören muss, einige Zeit. Aber ja. Ah gut, boah. Hatte ich Glück. Aber ich bin da drüben gespawnt. Man spawnt dort oben. Ja, okay. Man spawnt halt wieder neu dort, wo man gewesen ist. Stimmt, aber... Jetzt bin ich schon wieder die... Hey, in dem Charakterbildschirm hat man es ja gesehen. Ich habe mich dunkel gemacht. Wieso bin ich jetzt schon wieder so blau? Blass. Das war wie im letzten Let's Play auch schon. In Season 4. Ist ja Wahnsinn. Und eigentlich wollte ich ja jetzt mit Aeon anfangen und jetzt muss ich am Regnum wieder weitermachen. Das meine Leute, wisst ihr, meine Leute disliken und sehen was Negatives sehen. Und vielleicht auch neue Zuschauer disliken einfach mal, weil ich natürlich aufhöre, das Spiel kritisieren. Auf YouTube kritisierst du einmal in einem Video, wirst du gedisliked. Aber niemand sagt, wieso er disliked. Wieso? Das ist Wahnsinn. Was ist denn YouTube? Ein Kacker. Ich gehe wieder rein. Jetzt kommt man nicht mehr rein. Sicher nicht mehr raus. Aber was ist denn das? Hallo Entwickler, ihr seid sowas von Buggy. Ihr seid Buggy im Kopf. Ihr buggt rum. Er packt sowas von herum. Zeigechips. Umgedreht, Auswahlpriorität. Ah ja, das ist ja für die Beschwörer, genau. Reitiernamen verbergen. Zeige kompletten Clan-Namen. Zeige extra schnell ist dann. Quickbar feststellen. Speicherweltkarten zum. Ja. Aktiviert die Transparenz der Weltkarte. Ja. Kameraposition. Alles andere ist an. Ist es Terra-Distanz nicht an? Hä? Ah, ich weiß, wieso das nicht an ist. Ja, jetzt ist es zurückgesetzt, oder? Ich habe nämlich die Sichtweite wieder groß gemacht. Ich mache die Sichtweite wieder größer. Hä? So, ja gut. Was hat denn Ignis da? Ich kann sie wieder verstehen. Sie reden nicht mehr Spanisch. Oh Wunder. Ah, man kann schon schreiben. Jetzt dachte ich, man kann nicht schreiben. Ja, was muss ich jetzt noch machen? Terranten besiegen? Ich bin mal wieder neben den Schuhen. Eieieiei. Also, ich habe ja jetzt Geld und ich verdiene recht viel. Also, natürlich, wenn ihr die Videos, also die Werbung auch schaut, verdiene ich noch mehr. Das müsst ihr einfach wissen, gell? Und, ich habe keine Waffe hergestellt. Tja. Bin halt jetzt wieder ein bisschen am neuen Charakter machen, ob das ist jetzt zwingend. Dann muss ich kein Ding machen. Ich bin ein Monster-Srek, juhu. Dann muss ich kein Ra-Charakter neu machen, bis ich dann mal wieder Bock habe oder Geld zum Hochpushen. Und ich mache diesen Charakter jetzt einfach mal ein bisschen ohne Geld, gell? Ich werde vielleicht eventuell schon ein Pferd kaufen müssen, aber einfach mal ohne Geld hinzocken.
Ausgeben, hä? So. Aber es macht irgendwie wieder Spaß. Oh Gott. Wir werden alle sterben. Okay. Gut. Ich bin voll Ecke. Ich bin voll Ecke, Mann. Eieieiei. Du Feigling. Greif doch an, du Mistkäfer. Mit Mistkäfer sind intelligenter als winzige schwarze Käfer. Das müsst ihr einfach wissen. Sie sind viel intelligenter. Sie haben eine richtige KI. Nicht so wie Regnum es vormacht. Oder nachmacht. Schlecht nachmacht. Ich bin immer noch einfach ein bisschen am Kritisieren, aber nennt es einfach schwarzen Witz. Ja. Natürlich meine ich das alles nicht ernst, darum finde ich auch die schwarzen, die Slacks einfach schlecht. Ich bin einer, der wirklich mein Bestes gibt für die Videos. Und dann werde ich noch gedisliked. Aber so winzig, wenig, ja? Ich hab schon drauf. Ich werde nur alle Monat einmal gedisliked oder so. Ah, ach übrigens, ich habe immer noch ein Video, das ist irgendwie vor vor vier Jahren aufgenommen worden. Da habe ich mal Diablo 3 kritisiert. Und das hat ein Like und 6 Dislikes. Mann, das war auch nur schwarze Witze. Die Menschen auf YouTube, also es gibt viele auf YouTube, die verstehen einfach keine schwarzen Witze. Was ist denn los? Das ist, als würdest du... Ah, der Aussichtspunkt zuerst hier oben benutzen. Das ist, als würdest du irgendwie ein Clown sein, der als Killer-Clown abgestempelt wird. Dabei bist du einfach ein Zirkus-Clown. Das ist ungefähr genau das gleiche Prinzip. Das ist einfach nur... Kaka. Was, jetzt muss ich noch... Ah, ich hab's noch gar nicht angemacht. Boah, die Quests sind immer so schlecht zum Merken, zum Finden. Ja, jetzt reg nicht auf. Mann, oh, ich will Level 60 sein. Schau, ich bin Level 2. Das geht nicht, Mensch. Ja. Und eben so, eventuell habe ich halt einfach weniger Zeit noch dazu zu leveln oder so etwas. Jemand hat mich gefragt, wieso denn ich so viel Regnum spiele und ja, sage, dass die anderen alle suchtig sind. Die anderen sind 24 Stunden pro Tag online. Ich bin 25 Stunden online. Nein, Chat. Ich bin nicht mal 30 Minuten pro Tag online. Das müsst ihr wissen. Das solltet ihr wissen. Gut. Please, noch ein Bashi für Fuesoe. Ah, Vesper, warte schon. Ja, das ist wieder mein Pet. Endlich kann ich es reiten. Ich kann es nur ansprechen und das macht so komische Fauchgeräusche. Ne? Ich geh, meine, die Spucke hat er abgesabbert. Ihr geht! Ja, verbeug dich doch nicht, du Idiot. Los, weiter. Mal gucken, ob mich jemand noch kennt. Ich denke nicht. Aber ich kenne die noch. Schaut mal in den alten Parts vor einem Jahr nach. Ob ihr irgendwen seht und sagt mir dann bitte den Namen. Das wäre nett. Ist das andere schon? Hä? Die Fackel hatte ich ja, genau.
Verdammt, habe ich das Schwert abgelückt. Grünes Zahn. Ah ja, das ist da unten. Ich habe was alles vergessen irgendwie. Ich spiele so viel Spiele, ich kann da nicht alles merken. Nach einem Jahr ist alles wieder weg. Oh, ein Gold. Das ist zu heftig. Ich muss leider... Tja. Ich muss leider... Jetzt das Schwert. Das verkaufen. Ich werde hier sicherlich mal nicht so viele Items aufsparen. Ich werde mal schauen, vielleicht die grünen und die guten gelben aufsparen. Und wie immer, ihr dürft jederzeit bei mir Sachen abholen. Schreibt mich einfach an. Ja, eben abends kann ich meistens nicht aufnehmen. Das ist jetzt heute Abend. Das einzige Mal, dass ich abends aufnehme, weil ich ja auch live streamen werde wieder. Und deshalb sage ich mal, ist die Quest eigentlich levelbegrenzt? Ich möchte das eigentlich erst später einsammeln. Nein, also steht nichts. Gut. Ja, außerdem möchte ich noch sagen, okay, jetzt habe ich kurz nachher das abgebrochen, aber ich weiß nicht mehr, was ich abgebrochen habe. Ja, ihr dürft jederzeit die Items einfach bei mir abholen. Eventuell als Gegenleistung dürft ihr gerne mich auch etwas, also mir auch etwas umtauschen und das mir geben. Als schönes Partnergeschenk. Und ja, wenn ihr Sachen für mich habt, auch jederzeit, gell? Ich kann euch auch wirklich dann auch etwas geben, eventuell. Aber vertraut mir nicht, gell? Dürft mich nicht vertrauen, ich kann manchmal auch gar nichts geben. Aber ja, so Partner, das würde richtig gut sein. Ich kann eure Gilde beitreten, ich kann... Wir können gemeinsam viel machen, gell? Es ist halt einfach so langsam eben ein bisschen langweilig regnen und deshalb brauche ich eure Unterstützung. Sonst wird das nie was. Vielleicht spenden? Ihr dürft gerne an PayPal... User Drago Basler spenden und ja, ihr dürft auch gerne mit mir reden, gell? Per PN zum Beispiel oder Discord joinen, dürft ihr auch. Tja, ich finde hier gar keine Gesteine. Jetzt haben wir 22 Minuten. Neuer Strand, der ist da unten. Ah ja, wir müssen dort hinten hin. Ne? Wo ist eigentlich das Gespenst? Da. Alias Geist. Ah, das Alias Gespenst. Was ist der Unterschied zwischen Geist und Gespenst? Es gibt keinen Unterschied, glaube ich, oder? Und Abend heißt netter Abend, oder? Mann, was hast du braune Hose? Hast du dich voll geschissen? Eieieiei. Pet Leopard. Lol? Ich will ihn gern haben als... Ja, als Begleiter. Ich bin ein Leopard. Ah ja, da kann man die Rucksäcke ja kaufen, stimmt. 12 Euro teuer. Das geht mal gar nicht. Ich werde Flügel dem geben. Ich werde wirklich Flügel kaufen. Der Fanfettier? Den gab's dort schon, hä? Ah ja, Tortuga auch. Ja, ja, gab's dort schon. Also gab's, gibt's Sachen, ja. Okay. Ist ein bisschen komisch, hä?
Wer ist Black Fighter? Aha. Gut. Gut, spamme ein bisschen, danke sehr. Nur so. Winzige Salamander töten. Kann ich das? Schaffe ich das? Da hast du eine Flasche auf den Kopf. Du Lümmel. Du Kacke Direx. Nö. Gut. Das bald aber gehen. Schiffswrack? Das? Ja. Gut. Kann man das auch nehmen, ja? Kann man das nehmen? Hallo? Hallo? Kann man das nehmen? Ja, man kann das nehmen. Aber man kommt fast nicht dem Ding drauf. Ja, jetzt schaut wieder verlassen. Du Lümmel. Du Lümmel. Der verlässt einfach meinen Chat, ey. Du Lümmel. Wie hieß er? Black Fighter mit Bindestrich, ja? Du Lümmel. Ja. Machen wir Telefontor und nein. Aus Ehren zu dir nicht, gell? Du Lümmel. Okay, ich hab genug. Heute ist eine Trollfolge. Deftig. Ich benenne jetzt wirklich den Titel nach Bagnum. In Bagnum um. Och, Manu. Ich hab keine Sachen mehr im Inventar. Dafür trete ich dich. Ich werde der beste Ritter in diesem Server. Und auch in Ra werde ich den beste Baba. Genau, ich mach hier einen Jäger. Genau, ich mache als zweiter Charakter hier einen Jäger. Und ihr werdet beide sehen in diesem Let's Play. Ich werde beide hochmachen. Ja, aber ihr habt ja schon immer gesehen, ich bin sehr lustig. Und das wird ein Heidenspaß werden, auch wenn das Spiel so langweilig ist, dass ich einschlafe. Na gut, also ich muss leider beenden den Part. Ist schon 29 Minuten und 32 Sekunden. Deshalb sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Euer Drachenbasler. Tschüss.